0, 59, 56, 58. Lass uns doch anmoderieren hier, was soll denn das? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir reagieren heute auf den neuesten Frontier Unlock Deep Dive von Planet Coaster 2. So, ich bin nicht alleine, Mitaro ist dabei. Ich bin auch dabei. Ja, diesmal nur zu zweit. Der Bluefire ist erkältet und ist nicht leider dabei. Nicht da. Ihr könnt mir mal gute Besserung in den Kommentaren wünschen. Freut er sich bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, also es geht gleich los. Der letzte Deep Dive, bevor das Spiel dann rauskommt. Hast du irgendwelche Wünsche? Was möchtest du sehen? Ich habe gerade was getrunken. Das war natürlich ein Zeitpunkt. Sorry. Auf jeden Fall. Die Achterbahn würde ich mir nochmal wünschen. Also detailreiche Achterbahn. Ja, vielleicht nochmal die Themengebiete nochmal richtig zeigen, vielleicht. Also die Themen halt. Ja. So viel Wünsche habe ich jetzt gar nicht mehr so. Ja, wir haben mittlerweile echt schon viel gezeigt bekommen, was es so alles gibt. Deswegen, ja. Es ist nicht mehr viel übrig an Sachen, die noch fehlen. Also ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Stationen sich noch ändern. Ja. Aber auch eine kleine Sache nur. Achso, ja, du meinst diese doppelte Station und sowas? Ja, so doppelte Station. Vielleicht diese Rundenstation bei den Wasserbahnen. Diese Station, wo die Wagen einfach nicht stehen bleiben, weiterfahren. Ne? Achso. Das ist ja schon teilweise confirmed gewesen. Ne? Dieser Drehteller für den Rafting zum Beispiel. Genau, so ein bisschen Spezialstationenzeug. Ich glaube, abgesehen davon habe ich jetzt auch nicht mehr so viel gehabt. Frontier hat es auch tatsächlich ziemlich viel auf Social Media Zeug gepostet, immer so Speedbuilds von Sachen und so. Ja, das ist richtig, ja. Weil wir haben jetzt auf dem Kanal jetzt hier noch nicht wirklich darüber gesprochen, weil das halt nie. Es gab halt nichts Neues zu sehen, deswegen hatten wir nichts zu berichten. aber die waren jetzt nicht still. Aber für uns ist auch lange nicht mehr passiert, deswegen. Ja, wir haben ja auch lange nicht mehr gesehen hier. Eben. Aber ist bald ja, also Wünsche, so viele Wünsche habe ich jetzt gerade im Moment gar nicht. Ich wünsche mir, dass das Spiel rauskommt. Ja, gut, sind ja nur 7 Tage. Ja, ist doch toll. Ja, nicht mehr lang hin. Achso, ja, stimmt, das erinnere mich. Die Unlocks fangen ja immer erst mit anderen Spielen an, ne? Weil das mal Werbung für die anderen Spiele machen. Weil jetzt sind noch alle dabei, jetzt schauen noch alle zu. Gibt's wieder ein neues Schiff. Schön. Ja, immer wieder. So jeden Monat wieder, ne? Ja. Ich frage mich, ob die zum Release nochmal irgendwas an extra Content raushauen. Also nochmal irgendwas zeigen. Ja. Die haben ja irgendwas angekündigt, ne? Die wollen da irgendwie jetzt die ganze Woche irgendwas machen, ne? Ach, guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Okay. Ich guck mal währenddessen. Ich glaube, auf Instagram haben sie nämlich ein Bild gepostet. Ja, schau mal nach. Mit viel Datum. Okay. Sure, ich schau nochmal. Ja, dann kann ich so lange mal erzählen, was offiziell angekündigt ist für den Livestream für heute. Nee. Offiziell soll es heute hauptsächlich um das Online-Feature mit dem zusammen gemeinsam spielen gehen. Also wahrscheinlich ein bisschen was Technischeres, worum es geht. Ich weiß nicht, ob das eine ganze Unlocked ausfüllt, aber ist doch schön, wenn nicht, weil das würde ja heißen, dass wir vielleicht noch Raum haben für so Sachen wie zum Beispiel die Station. Ja, ich bin gespannt, was das wirklich gezeigt wird. Und hast du was rausgefunden? Ja, noch nicht, nein. Aber wäre schon cool, wenn jetzt wirklich jeden Tag die nächste Woche über irgendwas Neues rauskommt. Aber vielleicht ist es auch wieder nur diese Speedbills, die es halt bis jetzt auch häufiger gab auf Social Media. Irgendwie waren die immer verteilt zwischen den verschiedenen Social Media Kanälen von denen. Ich weiß nicht, ob es da irgendein System gab, wann jetzt wo was gepostet wurde, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ich finde das Bild tatsächlich nicht mehr. Schade. Aber hey, es wird auf jeden Fall noch irgendwas Neues kommen und selbst wenn nicht, spätestens in einer Woche kommt das Spiel selber raus und dann gibt es ganz, ganz viel Neues. Also. Deswegen, ja. Ja, ich bin gespannt. Den Trailer kennen wir auch schon. Den kennen wir schon. Ich bin gerade immer noch am gucken, ob ich das Bild finde, aber. Hast du noch nicht aufgegeben? Nee, ich habe noch nicht aufgegeben, aber jetzt lasse ich es auch. Jetzt fängt es an. Ja, mal gucken, ne? Bis hier sind es ja erstmal nur Trailer, die wir schon kennen. Die kennen wir schon, ja.
Ah, ich freue mich ja schon. 7 Tage noch. Jetzt werden die Tage gezählt. Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass jetzt, weil halt so lange von uns aus auch nichts mehr kam, weil halt irgendwie nicht wirklich viel neues Informationen rauskam, weil ich jetzt nicht mehr so viel aktiv damit beschäftigt, mich damit zu informieren, dass ich schon fast gar nicht mehr aktiv auf dem Schirm hatte, dass das Spiel rauskommt. Deswegen, ich finde das gut, dass ich jetzt wieder aufgefrischt werde hier. Aber ich glaube, von den Wasserparks haben wir jetzt schon ein bisschen länger nichts mehr gesehen, ne? Nee. Zwar so am Anfang so der Schwung und dann war es vorbei. Ja. Ist ja, ich glaube, für uns alle nicht so wahnsinnig relevant gewesen. Also ich kann damit leben. Definitiv auch. Also, das sind für mich andere, kleinere Sachen, die mich noch interessieren würden, die jetzt aber eigentlich keine große Relevanz haben. Also, ich würde gerne wissen, ob wir von Anfang an Custom Media benutzen können, zum Beispiel. Wäre für mich spannend. Oder, ja, wie genau das mit dem Workshop funktioniert und dem gemeinsamen Spielen, das sehen wir ja heute. Und ich meine, wir sind letztes Mal bei diesem griechischen Under Construction-Schild stehen geblieben, ne? Vielleicht sehen wir jetzt, wie es weitergeht. Genau. Gucken, vielleicht geht's denen jetzt, wie es weitergeht. Und er hat aber eine Tastatur in der Hand, das ist schon mal gut. Wir gehen also direkt ins Gameplay. Heute gibt es keinen vorproduzierten Trailer. Also kein Deep Dive heute. Geht direkt rein. Oder vielleicht kommt Deep Dive danach. Ich weiß es nicht. Hi everyone, I'm Rich Newbold, I'm the game director on Planet Coaster 2 and my job is to identify the features and the content in the game, what the game's going to be, and I work with the team to prioritize that and bring it to life from the creative side. And I am nice. Adam Woods, I'm senior executive producer, and whilst Rich is the sort of what and why about the game, I'm the how and when. How are we going to get it made and when are we going to do it for, and you know, making sure the team have got all the things they need to really express their expertise and skills into the game and ultimately get it into the players' hands in 7 days' time. Pretty soon. Schön, wo ich die beiden wieder sehe. Es gab tatsächlich noch ein Event während unserer, ich sag mal, Abwesenheit von Planet Coaster 2. Neben den ganzen Social Media Sachen wurden auch englischsprachige Content Creator, also Leute, die halt in England leben, so, in England in den Freizeitpark eingeladen und durften ein Interview mit den beiden hier führen. Und eins von den Interviews war unter anderem auf Nachterbahn. Ich weiß gar nicht, welches es ist, aber ich glaube, einen der größten in England. Und danach gab es einen kleinen Contest, in Planet Coaster 2 diese Achterbahn nachzubauen. Das ist eigentlich ganz cooles Event gewesen, aber es gab halt für uns nicht so wirklich was Neues zu sehen, leider. Aber ja, das ist auch noch passiert in dieser Zeit. So ein bisschen nachzuholen, was wir alles nicht erzählt haben. Na, bei Planet Coaster 3 wird man vielleicht auch eingeladen. Ja, wer weiß, ist ja noch ein bisschen da, ne? Da sind wir dann vielleicht irgendwann noch groß. Also nochmal 10 Jahre. We're gonna do deep dive number 4, but we're gonna do it live, and we're also gonna involve chat in deep dive number 4, because it involves, we're talking about how the franchise mode works and stuff. Ja, guck mal, das ist schon fast schade, dass wir jetzt nicht live mitgeschaut haben, sondern. Ja, danach. Das ist richtig, ja. Okay, aber es gibt dann doch einen Deep Dive, nur diesmal einen Live-Deep Dive. And we'll have another guest. We're gonna do something really cool, like very 1980s. We're gonna zoom in upstairs somewhere to someone else in the building, which I'm so excited for. Absolutely. As long as it works, chat. But still, let's get cracking into the water park, shall we? So. Ach, guck mal, haben wir eben noch drüber gesprochen. Jetzt gibt's doch wieder Water Parks. One of the questions we've been getting through development recently. Oh, es war voll. Ja. Viele Gäste. Läuft auch flüssig, ne? Ja, also auch wieder ein sehr, sehr kleiner Park, ne? Ja, gut, okay. Sind trotzdem 3000 Gäste drin, ne? Ja, stimmt. Ich sehe da hinten noch wieder diese Fassaden-Hotels, die keine Hotels sind. Park, because this is a park that was built by Johnny Watts. He's ein etwas anderer Park, würde ich sagen. Ist halt jetzt wieder nicht den, den wir kennen. Nö, wir haben schon ein paar verschiedene Parks und auch Biome gesehen in letzter Zeit, aber das ist jetzt mal wieder was, das komplett auf den, ja, auf den Wasserpark fokussiert ist. Das hatten wir jetzt länger nicht mehr. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Leute da rumlaufen, haben die es wohl auch lange nicht mehr gesehen.
autumn day. It's so nice to see something so where's summer gone? Yeah. But it's here. It's right here. Yeah. I'm so sorry, Cameron. Show us. I think the first thing that I sort of look at for a park is its layout, because I have a way I lay a park out, and I think it's kind of an authentic way. I think it's authentic anyway. Certainly the experiences I've had with parks, where your entrance is normally laid out with some shops and amenities at the beginning, and that's what he's got here. He's already got lots of guests in there, so that's nice. He's got mal schauen, ob wir heute noch was bahnbrechend Neues erfahren oder einfach nur mehr sehen von dem, was wir schon kennen. It is sandbox, but you know, for the career mode, you also want to think about that. But then he's got some bigger rides out the back. Regenwurmstrecke. Da fehlen Stützen. Oh, sowas von. And I think that's nice, because that helps drag or sort of move guests through the park. You know, they don't that Venus flytrap thing really catches your eye as you come in. Yeah, absolutely. Yeah, so that pushes people out to the back of that park there. And then there's some pools and stuff. So it's quite a nice layout in terms of moving guests around and whatnot. A couple of things just as you're going through there. Someone's very kindly said you're playing career mode on hardcore at the moment. Ah, 3600 Gäste. Schon ordentlich. Hatten wir nicht in einem der letzten Parks, die wir uns genau angeschaut hatten, irgendwas um die 6000? Das ist richtig, ja, und der war definitiv größer. Guck mal, da ist 3000 noch gar kein Thema. Ja, aber auf so eine kleine. Ja, gut, dann ist es halt schon eng da, ne? Das stimmt schon. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht mehr genau die Anforderungen im Kopf. Von dem Spiel, aber die stehen ja alle auf Steam. As I was saying before, you can turn these things off, such as the water and power supply, and have a full kind of creative feeling. Da, das ist doch ein tolle Info. Das ist doch super gut. Also alle Leute, die keine Lust haben auf diesen Management-Faktor mit dem Strom und dem Wasserzeug und so, können das einfach im Menü ausschalten für Sandbox. War ja eigentlich schon klar, dass es kommen wird, aber jetzt haben wir es zumindest mal gesehen. Ja. Ach, ich bin hier so Backstage sowieso drin, also ich werde sowieso bauen. Ich habe gerade Staff Path gehört. Hast du das auch gehört? Ja, habe ich auch gehört. Das ist doch auch gut. Dann kannst du jetzt wirklich besser Backstage Stack bauen, ne? Und dass halt die ganzen Gäste da rumlaufen. Ja. Balance of the scenery and the infrastructure. The infrastructure is going to have that negative scenery score. It's going to, it's not appealing. No one wants to go to a theme park to see power generator chugging away. Also ist auch ein System aus Parkitect, ne, was jetzt übernommen wurde, dass das einen negativen Einfluss hat, wenn man Backstage-Zeug sehen kann aus der Gästeperspektive, ne? Mhm. Ja, ist auch ein schönes kleines Management-Feature. Finde ich cool. Wir sind auch schon bei 4000 Besucher. Ja, was glaubst du, wie viele werden es noch? Weiß ja, wie lange das geht, aber 5000 knapp mal bestimmt. Bitte auch nicht mehr bestimmt. Ja, es passen sehr viele Leute in diese drei Busse da hinten. I mean, the game's obviously the game clearly rating it itself. I mean, it's a five-star, so right? It's a five-star, five so, rating. You know, maybe I should have given it a 10, but I mean, yeah, I like to live on the edge, you know? Gute Busse kannst du ja sowieso hinstellen, wie du willst, wahrscheinlich. Das ist eine gute Frage, wie es bei einem Sandbox-Modus ist, ne? Das ist doch eigentlich eher, dass du dann, wenn du eine Parkmap bearbeiten kannst, dann kannst du Spawner setzen, ne? Aber wenn du einfach nur Sandbox spielst, dann wahrscheinlich nicht. Ja, weil da stehen die ja komplett anders da als bei den anderen Parks. Vielleicht hat das ja was mit der Park-Map zu tun, in der man spielt. Weil ich glaube, in dem Layout standen die auch schon sein. Bei ein paar Karriere-Maps standen die, glaube ich, auch in dem Layout. Oh, man kann den Luftballons kaputt machen. Yeah. Geil, bestes Spiel. Das ging ja nicht mehr. Okay, Leute, ich kann euch nicht garantieren, dass rechtzeitig die Videos zu diesem Spiel rauskommen. Ich werde beschäftigt sein. Nur Ballons brauchen. Die werden mich, habe ich jetzt viel Zeit verbringen, das weiß ich jetzt schon. Die gehen raus, die haben keinen Bock mehr. Hier wäre der Luftballonplatz. Oder kaufen sich einen neuen. Auch eine Masche. Ja, die knubbeln sich schon irgendwie alle an derselben Stelle, ne? So gut funktioniert es mit den Shops irgendwie nicht, dass die dahin gezogen werden. Nee. Die halten sich irgendwie eher fern davon. If I want to, say, edit the terrain here, I just double-click on the terrain and it opens the terrain tools. And then I can do whatever I want to do with that. Same with the flume here, I can double-click. That takes me into the edit mode, which it needs to be closed to do, but it just... War das vorher auch schon so? And nö. Really useful when you have areas... Finde ich gut. Weil wir hatten ja relativ viele Probleme damit, dass das ganze Spiel ja so auf Konsolen ausgelegt ist und dann dadurch hat ein ziemlich verschachteltes
Menü hat, dass man nicht so schnell überall hinkommt. Ja. Deswegen finde ich das gut, wenn man so schneller in die richtigen Stellen kommt. I use a tool that I'm using quite a bit at the moment. Rather than dropping all new bits of path down, I can just use the edit tool, grab the edge of this path that exists already, all the way down to here. Ah, kannst du dann ziehen, ja, okay. And then opens up that path a little bit. Honestly, and then you see the guests instantly react. Ist halt richtig gut, ne? Ja. Das ist irgendwie sehr schwer vorstellbar, dass es, dass die Performance nicht kaputt macht, dass ich permanent merken muss, welche Punkte bei dem Pfad überall dran sind. Also Wegetool ist einfach das Highlight in dem ganzen Spiel. Also, das ist wirklich. Ja, Planet Path, ey. Hey. But I think the point of just double clicking on anything to bring up the menu is such a it just makes it so much more easy to play and do and be creative. Right? Yeah, and the other thing, and sorry, I should have mentioned this before, but when you use the edge puller, you can then jump straight to the draw tool and start to draw a path around. Ich meine, wenn das schon so ein Ankerpunktesystem ist, würde es mich auch interessieren, ob man diese Punkte anpassen kann, sage ich mal, wenn du jetzt mit anderen Programme, die anschaust, die so ein ähnlich, also auch mit diesen Ankerpunkten Dinge machen, dann kann man da im Normalfall auch noch einstellen, ob die Ankerpunkte harte Kanten haben oder ob die abgerundet haben. Mhm. Und dann kannst du im Normalfall auch noch einstellen, wie die Rundung verläuft. Ich frage mich, ob das vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail geht hier oder ob das auch noch da drin ist. You just you leave those balloons alone. I won't pop them. I won't pop the balloons, but I will show another way that you can terrorize. I mean, in not terrorize at all. But let's say we've got a nice clothed guests here. We've got a little group of clothed guests. That's fine. Oh, they probably don't want to go. No, yeah, because I'm going to pick. I'm going to make them go. Privacy. I gar nicht fies. Und die haben ja Klamotten noch an, ne? Das ist cool. Die haben ja Klappen, tatsächlich. Ich dachte, die blocken dann einfach in ihre Bademode. Nee. Und dieser Splash-Effekt war auch cool. Das wäre jetzt noch interessant, wenn die jetzt genau in den dran zoomen, ob der jetzt so Wasser verliert oder so. Wie die rauskommen, ob die dann nass bleiben und so, ne? Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so, dass die alle auch nasse Klamotten haben können, wenn es ja auch Regen gibt und so. Dann müssen sie ja auch nass für werden. Da gibt es für Regenschirme für 25 Euro. Ja, bitte, ist doch schön. Ja, wenn es geregnet hat, erstmal schnell hoch. Ja. Known features, one of the new things we've added is a new scenery piece called the Snap Edge, which allows you to create modular blueprints, so you can kind of use the Snap Edges to put them together to make it really quick. Da sieht doch noch eine Station aus. Take small bits of blueprints and put them together larger very quickly. Yeah. This is something that we've when you show me this. Ich bin gerade neugierig, was das Snap Edge genau ist. Not tell kind of thing, especially when you're as nervous as I am as being on this couch. This is fine. So what Adam's doing is he's taking one of the coaster station blueprints. So we have a number of coaster station blueprints ready for people to put on their station. But some of the stations have different lengths on them because of different cars, different tracks. But we can do with this one. Das haben wir, glaube ich, auch in einem von den Älteren, die das schon gesehen gehabt. Ne? Wenn du was verschiebst, dass du so einen kleinen Indikator hast, wie weit du es wirklich verschoben hast. Und so. Das ist eigentlich auch cool. And apply snap edges to them and show you how we can then put them all back together in a nice, quick, modular way. Yeah, so say I think we've got an absolutely incredible community behind. Was ist jetzt Snap Edge? And you know, lots of them just sort of build lots of content. Ich habe es nicht verstanden gerade. This Snap Edge is really allowing you to sort of give good guidance and clear guidance on what how you expect the thing to be put back together again in a modular sense, you know, and sort of taking some of the guesswork. So you have these Snap Edges that vary in length. I'm going to use the 12-meter one here. We've got a coaster blueprint, and the idea behind this one, I think it's a useful demonstration because coaster stations can be different lengths, so perhaps building it this way then allows me to build that modularity, if that's the word. Yeah, we have the snap edge section here, which I like to think of it as a jigsaw piece, or as I said earlier, maybe a gym mat. Which I commented and said, I clearly have no idea what a gym mat looks like. I've never been in a gym in my life. But you put the teeth like the coloured side, as I've displayed here, pop it on the edge, and then if it finds another snap piece, it will instantly snap to it and complete the piece again. Yep. So you know that those two pieces will get together.
So let's finish editing that one. I'm going to add it to this one as well. But on this case, I'm going to add. Das klingt ja eigentlich ganz geil, wenn man so riesen große Blueprints hat. Middle section. No. What I will then be able to do, I've placed it on those two edges. We can back out. I can then duplicate that model. And then if you just did that in a second. What did you, is that just Control-D? Just Control-D, yep. And then there right, we are. Yeah. And if I say I want to add it to that building, it then snaps. So I didn't do anything. I just clicked and it went, oh, I've got two snap edges that I can connect. That's and cool. There we go. And then, of course, if I move it that side, it snaps. So it just really allows the content creator to sort of show how you can snap it together quickly. And then the end user who's downloading these blueprints or building them themselves, put them together really quickly and easily. And that's the thing, because you can customize all these station pieces as well and then add them to workshop, right, Rich? Yeah, exactly. And you can build these as modular blueprints, upload to the workshop and allow the people, as Adam says, that might not be as their own stuff to use your blueprints. Kann man gebrauchen. And I love the snap edges because it's not ein nettes Feature, sagen wir so. Aber ich glaube, da kann man schon auch ganz verrücktes Zeug machen und das jetzt gerade gar nicht denken können. You can identify a level. Das wird bestimmt alles mal kennenlernen. Ja, das ist sowieso. Wir hatten ja eigentlich schon für den ersten Teil ein neues Projekt nach bei der Italia geplant gehabt. Hat man geplant gehabt, ja. Das ist jetzt halt ein bisschen verschoben worden und werden es natürlich dann in Planet Coaster 2 auch bauen. Allerdings nicht sofort, wenn das Spiel rauskommt, sondern erst ein bisschen später, wenn wir uns alle an das Spiel gewöhnt haben. Also es verschiebt sich alles ein bisschen durch den Release jetzt, aber wir haben tatsächlich noch ein bisschen was vor. Es ist jetzt nicht so, dass wir komplett planlos nicht wissen, aber jetzt bauen wir einen kleineren Park, obwohl das Spiel besser läuft. Das ist schon irgendwie. Ja, vielleicht kriegt man ja mal zweistellige FPS-Zahlen in einem Park. Das wäre doch mal was. 60. Hui. Würde mich freuen, ja. Ja, ich glaube, die nächsten Parks werden auf jeden Fall sehr viel kleiner. Es werden wahrscheinlich eher einzelne Bereiche als ganze Parks. Hit me up on LinkedIn and I'll come along. Well, look, it's a fantastic park. That's a great way to show a viable water park just on its own, and you can do that. And of course, if you wanted to have add roller coaster, that you could, but we just want to show course, a water park being used. Right, this is the part we've all been waiting for. We're slightly nervous, chat, because this is something we've never ever done before, and we think it's going to be pretty cool. Yeah, I was about to come offline. So we've done deep dives in the past, chat, but we thought it'd be really cool to do this live and involve you in the process because we're going to be talking about franchise mode and stuff like that. So it's going to get a little bit weird because I'm basically going to hand over and be a guest on your show for essentially the next 10 also Special Station ist ja auch eigentlich ganz cool, wenn sie es uns nochmal zeigen würden. Wenn es das wirklich geben sollte halt, ne? Es wäre sehr schön, wenn das so wäre, aber ich gebe so langsam so ein bisschen die Hoffnung auf. Weißt du, wenn wir die fragen, gib mal auch so einen Teppich. Wie bitte? Ich habe gesagt, wenn wir die fragen, gib mal auch so einen Teppich. Ich glaube, wenn wir die fragen, kriegen wir gar keine Antwort. Wir haben ja schon keine Antwort gekriegt für den Vorabzugang. Ich glaube, da wird das schwierig im Teppich. So, chat, if you're ready. Aber es gibt auch genug Leute, denen du Bilder schicken kannst, und dann bauen die den Teppich, wenn du ihn haben willst. Ja, so dringend willst du ihn doch nicht haben, ne? So, nee, give all the guys the support. You're gonna have fun, we're gonna enjoy ourselves. Off you go, guys, take it with deep dive number 4. Hi everyone, I'm Rich Newbold, Game Director on Planet Coaster 2. And I'm Senior Executive Producer Adam Woods, and we are really excited about showing you Franchise Mode. Yeah, this is our last of our deep dive series, and we're going to show you more about what franchise mode is. We're going to get some help from one of our talented creative services. Hey, neuer Modus. And with the help of Arthur representing the community, we're going to do some work on franchise mode. So let's dive in. Er ist die Community. Here we go. There's that transition. Here we go. So, for those of you that don't know, franchise mode is one of our new game modes in Planet Coaster 2 that allows you to work together with groups of friends to create a franchise and use that franchise to compete on leaderboards to in our challenges and see who has the best franchise out there. Challenges sind nicht erstmal eine gute Sache. Ja, ist ja fast wieder Herausforderungsmodus, ne, würde ich sagen. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht finden wir auch irgendeine Möglichkeit, das in unsere Challenges einzubauen. Ne, Challenges haben wir ja, ich meine, wir haben sowas ja auf unserem Park. Das ist ja jetzt gerade erst die letzte Challenge, Dark Ride Challenge Park Video online gegangen. wobei wir müssen uns noch irgendwie einigen, wer jetzt gewonnen hat. Ja, das müssen wir noch machen. Das wird nicht so einfach.
Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, schaut euch mal die ganzen Challenge-Videos an davon. Das sind super schöne Dark Rides, die ihr gebaut habt. So gucken, wenn der Bluefire einigermaßen wieder fit ist, dass wir dann das Video noch schnell machen. Ja, ja, das wäre gut. We want you to name the deep dive live ride. Guck mal, wie schön das Licht funktioniert. Das ist auch die neue Attraktion, ne? Die haben sie jetzt vermieden. Das ist ja mit diesem der Station, wo es immer weitergefahren wird. Da wird nicht stehen geblieben. Ach, ich hätte die Station beachten sollen, verdammt. So we'll add that into the ride and we're passing. Just to prove that what we're doing is actually live. So there we go. The power is with you, chat. Thank you very much for your help. So in this dark ride, this is something we're excited to show. This is showing. Ich meine, von dem Dark Ride haben sie auch schon mal Screenshots gezeigt gehabt oder auch, glaube ich, auch kleine Videoausschnitte. Ich meine, es war auch in diesen Social Media Dingern mit drinne. Lighting the different lights to illuminate the way. This is one of our new track rides. This is a special track ride because this is one of our pre-order. This is the pre-order track rides, right? Yeah. This is the. Also das, die Engine mit den Licht und Schatten, das haut schon zu viel raus, ne? Ja, schon extrem. Jetzt kann man endlich mal anständig Dark Rides bauen. Guck mal, kaum ist das möglich, dass man anständig Dark Rides bauen kann. Steht auf meiner Liste direkt mehrere Dark Rides, die ich vorhab zu bauen. Das ist ganz furchtbar. Ich habe in den ganzen 8 Jahren vorher nicht einen gebaut. Und jetzt ist meine Liste fast ausschließlich Dark Rides. Ja, Dark Rides, was war das? Star Wars, ne? Star Wars wollte ich bauen. Also noch habe ich da nichts geplant, aber das war ein Wunsch von euch. Also vielleicht mache ich das. Ah, guck mal, eine Timeline. Ah, ist das schön. Timelines nehmen wir immer gerne. Ist viel besser als diese Eintipperei die ganze Zeit. Mich würde es interessieren, ob man da halt auch Musik reinlegen kann zum Time. Da steht doch Ad-Track, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, aber oder ist das Track von der Spur halt, von Achterbahn? Wir haben halt bis jetzt immer. Ja, es sind ja auch, also die einzelnen Spuren sind ja Tracks. Das sind ja jetzt gerade 3 Tracks, die wir drin haben. Aber wir haben bis jetzt immer nur die Animationen gesehen oder halt meinetwegen die Lampen oder Objekte, die dann halt an- oder ausgehen. Ich habe noch nirgendwo irgendwie Musik oder eine Audiospur oder irgendwas gesehen. Und ich glaube, es wäre schon wichtig, wenn man irgendwie Sachen auf Musik timen möchte, gerade jetzt in Dark Ride. Jetzt wird ja bestimmt wieder Feuerwerk geben, oder nicht? Genau, dafür wäre es noch zu früher oder später. Habe ich keins gesehen, aber nee. Kann schon sein, ja. And now you can see that those lights are affected. I changed the colors that you could see it. They sort of turn on sequentially. I just think it adds a little. Das hast du nicht hingekriegt, ne? Das hier? Dass die Lampen die Farbe wechseln auch als ne, die Leuchtquelle. Da ist die Lampen sind ja gerade nur weiß. Okay. Naja, sie haben sie eingestellt, dass die mit diesen 3 Farben haben. Also mit dem Trigger-Timer-Ding da haben sie die halt nach und nach angemacht. Das ist richtig, aber die Lampen haben ja weiß geleuchtet und nicht die Farben, wo es eigentlich leuchten sollte. Das stimmt, ich weiß nicht wieso. Das haben sie ja beim ersten Teil ja genauso. Waren die nicht einfach mehrfarbig? War die nicht grün, rot und blau? Nee, du musstest ja nochmal aus Farbe, die Farbe selber nochmal wechseln. Ah, okay. Das heißt, du musstest sagen, dass das Ding rot leuchtet und musstest nochmal die Farbe nochmal von dem Ding selber wechseln, dass es dann halt rot ist. Das konntest du machen. Achso, ja gut, ja klar, stimmt. Ich finde es übrigens super cool, was das hier gerade machen, ne? Mit diesem Change-Log da. Wenn man jetzt nicht, ich meine, die meisten gemeinsamen Bauprojekte, die halt in diesem Spiel, zumindest im letzten Spiel, passiert sind, waren ja nicht zwischen Gruppen, die ganze Zeit im Kontakt sind, miteinander quatschen, wie wir das machen, sondern Leute, die sich eigentlich nicht kennen und für ein Projekt halt zusammengeschlossen haben. Oder die in irgendwelchen Challenges zusammengewürfelt wurden, was weiß ich. Und wenn man das jetzt diese Changelogs da schreiben kann, dann weiß man auch mal Bescheid, was gerade gemacht wurde. Das ist schon praktisch. So Rich is going to start doing the sign and he's going to start theming. We're going to pop Rich's gameplay onto the screen as we chat about some other modes. Whilst we're doing that, if you do have any, there's a lot we're covering off about franchise mode and just in general about Planet Coaster 2. We do have an FAQ, so if you do want to check it out on the website, I'm not sure if we've got a bot command for that.
Ich meine aber, Franchise-Modus ist nicht der einzige, bei dem man zusammen einen Park bauen kann. Das ist einfach nur zum Beispiel. Ich glaube, Franchise ist einfach nur. Ich glaube, es ist halt hauptsächlich dieses Challenge-Zeug. Aber du hast halt Punkte, die du dann sammeln kannst mit täglichen Herausforderungen und sowas. Man kann sich in so einer Bestenliste online mit anderen Leuten messen. We've got more things to talk about. Well, so you watch, chat, watch this, but listen to what other Riches and Adam are saying. Yeah. So franchise mode, as I said at the top, is a mode about working together with other people, collaborating, and then competing as a franchise against our leaderboard. So as part of that process, you'll be making a new franchise from scratch. You have to give it a unique name. Meine, ich freue mich schon auf Planet Coaster 3. Dann können wir wahrscheinlich Multiplayer spielen. Haben Sie es geschafft, ja. Ja, jedes Spiel so ein bisschen Fortschritt. Jetzt ist es zumindest asynchroner Multiplayer, aber so synchron gleichzeitig, das wäre doch geil. Das wäre gut. Ah, jetzt haben wir schon mal Buchstaben, das ist ja schon mal schön. Ich meine, es gab 2 oder 3 verschiedene Schriftarten für diesen Buchstaben. Ist schon sehr praktisch. Ich hoffe, 1000 Teile, diese 2 Buchstaben gewesen wären sonst. Na gut, wenn du Toolkits hast, dann konntest du das natürlich auch so machen, ne? Du gabst ja schon vorgefertigte. Das stimmt. Wobei du halt hier jetzt auch noch erstmal keinen Toolkits haben wirst, ne? Das ist richtig. Under the Sea? Ja. Under the Sea. Just finished Under Sea. I think next time we pick a short name, because Under Sea and Enigma is a long name, but look how quick he's made it already. He's putting me to shame. It took me about half an hour. Wie praktisch dieses Skalieren, das ist der Wahnsinn. Definitiv. Yeah. Gucken, wie lange braucht man sich daran zu gewöhnen, dass es immer eine Option ist. Aber es ist schon echt praktisch. That's our very aptly named Deep Dive franchise, and when we open that. Actually, Adam, can you flip back to our gameplay so we can have a go at this one as well? We see now that we have our kind of park locations. We have to pick a starting location, and each location also comes with various sort of restrictions, or you know, starting money, starting tech points and stuff. So varying different levels of sort of challenge and sort of beginning pieces. You select them, and then you can start to branch out and select new plots that will have different restrictions upon them as well. And then you know, start establishing parks and building up parks and see if you can open up more parks across the globe, really. Yep. Yeah, your franchise will have a number of parks that you can have active at once. And then, depending on the challenge, you might have this park's really good for, this one's making us a lot of money per day, this one's really good for that challenge. We'll submit this challenge, this park specifically. Das heißt, du brauchst einfach ganz viele Parks, die alle unterschiedlichen Fokus haben. Hast du einfach einen wunderschönen Park, der ein super gutes Scenery Rating hat, und einen Park total hässlich, ist aber super viel Geld generiert. Dann gehst du halt immer in den Park, der die aktuelle Tageschallenge braucht. Interessant. The parks that you submit to the leaderboards have to be established. That's the term we use to describe. Right, so you can't just open a park and... You can't just open a blank park and submit it into the leaderboard. You have to have, as a franchise, engaged in that park for a while. It has to get to working at a minimum of 2 stars. Aber ist jetzt nicht so mein. Ja, ich bin auch nicht so weit daher, auf der besten Liste weit nach oben zu klettern. Nö, aber ich denke mal, für die einen oder anderen wird das schon interessant sein. Es ist ja auch irgendwo eine Langzeitmotivation, ne? Immer weiter nach oben zu grünen, mehr Punkte zu sammeln. Und dadurch, dass es halt Challenges sind, die zeitgebunden sind, ist es ja auch eine gewisse Motivation, irgendwas zu Ende zu bringen und ein Ziel zu haben. Also ich glaube, es ist an sich schon eine gute Sache. Meine Motivation zum Weiterbauen ist YouTube. Ich glaube, ohne YouTube würde ich auch die meisten Sachen nicht fertig bauen, die ich baue. Also von daher ist es doch eigentlich top. Obwohl, ich habe ja schon Parks fertig gebaut, ne? Wo noch kein YouTuber. Du hast recht viel gebaut, ja. Das stimmt. Das ist wie so eine kleine Gilde dann irgendwie, ne? Ein bisschen. And always see your three-word plan code as well.
am I right to say you can also take different versions of your franchise? You can go, but you can roll those back, right? Which I thought was amazing. Yeah. So the parks that you've got in your franchise, because it is past the park, it's asynchronous. There might be versions of parks that are locked because someone else has got editing them. Or which you can see here, it's currently locked by R. Hudson. That's he's upstairs working on it. So you can see that's I can't do much with this park because he's got it sort of checked out. Or there might be parks that have. Aber man kann trotzdem auf View Park klicken. Das heißt, man kann ja wahrscheinlich trotzdem sich anschauen. Just didn't work out for us, so we aber halt nichts bauen. Ich glaube, das ist auch gerade verstanden. Safe jetzt auch, das ist doch geil. You can also move your franchise mode into sandbox, right? If you just want to play around with it. Yeah, so any of the parks that you've got in your franchise mode, you can then export to sandbox. Okay. Das ist auch cool. Is management. Yeah. Kind of all the kannst du irgendwas in dem Sandbox-Ding dann weiterbauen, den Leuten dann ein Bild schicken und sagen, hey, ich würde das gerne bauen, kannst abstimmen, ob es okay ist, bevor du es wirklich baust und das hart verdiente Geld ausgibst. Alright, should we check back and see what, let's have a see how Rich is doing. Oh, he's on the theming now, he's moving, he's doing, he's putting some stuff down. Can Rich hear us, producer Adam? He can hear us, yes, he can, thumbs up. Alright, hey, yeah, you're doing quite a bit here, Rich. Are you close to finishing? Well, you might have to be because we're close to finishing, Rich. But it's fine. We can I'll give you another couple of seconds, and then we're just popping in a submarine, a pink submarine. That's fine. I let him do that. I think one kann man niemals fertig werden mit diesem Spiel. The challenges, depending where you place, you'll get a small reward for rewards. Doing so as well. Yes. What we've finished in the leaderboard. There's different bandings, right? That's right. There's four kind of groups of prizes for you. There's bronze, silver, gold, and platinum. So these are. It's not the top. Four people, it's scaled to depending on how many people have submitted parks for that particular challenge, but yeah. There's rewards to heißt das, gibt dann beim Karrieremodus auch vier Stufen? Nee, ich kann ja gar nicht, wenn man in den Videos gesehen, wie Leute schon gespielt haben, da waren nur drei. But that's there's the bragging rights for you as a franchise for how well you are working together in the game and then competing against the challenge. So we'll have an active challenge when the game comes out next week, and it'll be open for my maths, I think it's another 30. It's 40 days. Na, denkst du, mach mit bei der Challenge? Nö. Also, ich werde es mal wahrscheinlich einmal antesten, aber ich glaube nicht, dass das für mich irgendwas ist. Ja, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir so ein bisschen verschiedene Sachen testen und anschauen würden, uns auf dem Kanal hier. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, wir werden ja sowieso. Ich glaube, die erste Woche oder die ersten Wochen erstmal mit Videos alles hier zukleistern. Also, wir haben ja vor, dann einer kümmert sich um die Karriere zum Beispiel, um die Story. Der eine spielt Sandbox und probiert die Achterbahn, der andere macht dann das hier. Franchise. Das zum Beispiel, nee, ich wollte eigentlich darauf hin, dass wir dann einen rein Pool-Park machen, um da uns reinzufuchsen. Ja, also es werden wahrscheinlich erstmal keine großen Projekte anstehen, sondern erstmal ganz viele Sachen ausprobieren, das Spiel kennenlernen, genau, richtig, ja. Gucken, wie alles funktioniert. Genau, das sind dann halt die Videos, die dann erstmal die ersten Wochen, sage ich jetzt einfach mal, so auf unseren Kanal kommen dann. Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass wir parallel auch noch einige von den Videos von Planet Coaster 1, also bei der Italia und Parktouren noch haben, die auch noch dann zwischendurch kommen, bis das so nach und nach ausläuft, wenn wir dann irgendwann komplett bei Planet Coaster 2 angekommen sind. Also am Anfang ist es so ein bisschen Doppelbetrieb hier. Aber umso schöner für euch, ne? Dann kommt ein paar Videos mehr in der Woche. Ja, das wäre durchaus möglich, dass ein bisschen mehr passiert, ja. Undersea Enigma from Name Unknown. So, chat, if you were the person in chat, you can absolutely blame Adam for there it is, the Undersea Enigma, just to prove that it was live. Yeah, from person or persons unknown in chat. Thank you so much for thank the name. Thank you very much. But this is the Undersea Enigma, and I know Rich will hate us, but we didn't have enough. Siehst du diese Station? Da sind einfach gar keine Zäune oder irgendwas gewesen. Das ist richtig. Irgendwie, ich weiß nicht, soll das so? Ich meine, es macht Sinn, wenn das Ding die ganze Zeit in Bewegung bleibt. Spannend. Okay. Thank you very much. Hä? Und tschüss. Was ist los? Es fragt mich gerade, ob ich da bin. Was? Du bist noch da.
Ich sehe dich, ich höre dich. Siehst du das Video dann? Nee, der Stream vom Discord hat gerade gefragt so, bist du denn noch da? Ansonsten mache ich mich jetzt aus. Oh, ja, sehr gut, dass du es gemerkt hast. Dann bewege ich meine Maus auch mal ein bisschen, nicht, dass mir das auch noch passiert. Singing eels, amazing. I hope that yeah. I don't lend my voice to this. No one wants to hear me sing. But okay. Yeah. Right, this has been cooles Fahrgeschäft. Kann man viel mitmachen, denke ich mal. Separate Ein- und Aussteigestation habe ich halt auch bis jetzt noch gar nicht gesehen, nirgendwo. Also wahrscheinlich auch keine Option. Schade. Oder sie halten es auch noch verdeckt. Aber wenn irgendwann Zeitpunkt ist, um alles zu zeigen, was wir haben, wäre es halt jetzt, ne? Naja, klar, das ist immer eine Woche vor dem Release jetzt, ne? Ja, ja. Das war mal was anderes, ne? Live-Deep Dive haben wir auch noch nicht gehabt. Nö, aber schade, dass wir nicht dabei waren. Aber gut, ging halt nicht. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Aber wir geben uns die Mühe, dass es so zeitnah wie möglich kommt. Und ich glaube, wir sind noch relativ schnell. Denke ich auch. Oh. Kommt danach jetzt noch was? Oder ist das jetzt. Bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt. So gequatscht haben, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt zu Ende ist, weil es kam ja noch wieder hinzu. Ja, wir labern wieder so viel, ne? Ja, ich würde sagen, wir hören nach dem Trade einfach mal rein, was die erzählen, weil über die anderen Spiele werden sie auf jeden Fall noch reden. Und wenn jetzt gleich nichts mehr mit Planet Coaster kommen sollte, dann war es das tatsächlich schon mit dem Deep Dive, wo jetzt vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel Neues drin war, ne? Nicht wirklich, ne, nur der neue Modus. Ja, das ist halt eine große Neuerung, wenn du so willst, aber das wussten wir ja auch alles schon, wir haben es halt nur nicht gesehen. Na, ja, mal schauen. Ich meine, das Spiel kommt ja sehr bald raus. Und spätestens da werden wir ja, nicht nur wir, alle, ihr wahrscheinlich auch, einfach alles ausprobieren können, entdecken und ausprobieren. Und da wird dann, glaube ich, sehr schnell alles gelüftet, was das Spiel zu bieten hat. Ja. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt oder nicht. There we go, chat. That was a very special deep dive for live. That asset will actually be cut up and add some bits on at the end, so you will see that all go out as a deep dive, I think, probably tomorrow. Ja, ich glaube tatsächlich gar nicht. Ich glaube, es kommt dann zu, ja. Ja, also es sieht aus, als ob dann zukommen. Wir haben auch noch Leute jetzt hier sitzen. Also wahrscheinlich ist das Segment Planet Coaster Event jetzt durch. Der letzte Deep Dive, bevor das Spiel dann nächste Woche kommt. Chantel and I will be doing some streaming stuff on Steam, and then on Wednesday we are doing a very special launch unlocked stream. Aha. Siehst du, da kommt doch noch was. Okay, genau, okay. Diese Termine hatte ich mich auch auf dem Bild gehabt. Das habe ich halt gesucht. Sieh mal an, das ist super interessant. Also es kommt tatsächlich noch ein Launch Frontier Unlock Ding dann nächsten Mittwoch. Yep. Bin ich mal gespannt. Kommt ja am Donnerstag, ne? Oder? Es kommt am Mittwoch. Also es müsste eigentlich an dem Tag selber rauskommen. ich weiß ja nur nicht, ob das irgendwie ob erst mittags oder so rauskommt oder um 0 Uhr, weiß ich nicht. Mittwoch, ja. Ja, also werden auf jeden Fall noch ein Live-Video von ihnen sehen, wo sie noch irgendwas zeigen. Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Und dann müssen sie es auf jeden Fall raushauen. Also dann. Naja, es haben ja auch gerade gesagt, dass tatsächlich jetzt die nächsten Tage sehr viele Livestreams auf Steam kommen. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Aber scheinbar kommt jetzt die nächsten Tage viel auf Steam. Das heißt, wenn ihr da aktuell bleiben wollt, schaut mal auf Steam vorbei. Mal gucken, was die da so erzählen. Ja, wir werden auch mal auf jeden Fall reingucken. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es morgen, also für die Zuschauer heute, einen Stream auf Steam vom Sandbox-Modus. Also, ihr könnt nach dem Video mal rüber gucken und schauen, ob da irgendwas live ist oder nicht. Und dann kommt ihr zurück und schreibt uns das in die Kommentare. Ja, denn ich denke, von uns war es das jetzt soweit von unserer Reaction hier. Ja, denke ich auch, ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und
Wir hören uns spätestens in 7 Tagen, denke ich mal. Denke ich auch. Wahrscheinlich also bis dahin. Tschüss. Tschüss. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von